Emotional, danke. Ja, was hast du? Tja, die Frage ist, hast du mal Bock auf irgendetwas Lustiges? Ich hab immer Bock auf was Lustiges. Das ist schön, das ist sehr schön. Dann wirst du etwas erleben, was ich dir noch nicht sage. Ich bin mal ein bisschen Zombie. Pflanzen vs. Zombies, magst du zusehen? Oh ja, zeig mal. Oh, warte. Zeig's mir, Baby, zeig's mir. Zeig's mir. Also, du bist ja vielleicht ein lustiger Vogel, weißt du? So. Ja, das ist ja genau das Problem. Ich habe immer Angst, bei Togethers irgendwie entweder zu unterbuttert werden oder dass ich zu aggressiv oder so wirke. Da habe ich immer ein bisschen Angst. Jetzt spielst du immer. Das ja. ist kein Together, das ist einfach nur so. Ich mein, jetzt bloß als Beispiel. Ja, als Beispiel. So, ja, spielen wir mal. Oh, das ist immer wieder schön, diese Lache. Ich muss dir mal was sagen. Was denn? Du solltest mal die Zahl 30 deine Ecke wegnehmen. Warum? Das kommt dann nicht so glaubwürdig, wenn du sagst, das ist kein Together. Das ist auch kein Together. Ja, warum hast du deine Flapzahl, eine Flapzahl oben? Ja, warum wohl? Warum mache ich das? Warum habe ich das gemacht? Aufgenommen hast du das. Aufgenommen. Ja, damit jeder hören kann und jeder weiß, dass du eigentlich sehr klasse bist. Ach, so klasse bin ich gar nicht. Oh. Jetzt ich ging zwar auf eine Elite-Schule, aber ich bin nicht klasse. Ach komm, das funktioniert. Okay, ballern also, wir mal ein paar Zombies. Ja, oder nun, ich habe das Spiel noch gar nicht wirklich gespielt. Könntest du mir mal kurz erklären, außer dass du da ein paar Zombies abknallst? Okay. Kurze Erklärung wegen Zombies, sagen wir mal Pflanzen gegen Zombies. Dieses Spiel ist Resident Evil für Arme. Das ist ja auch sehr nett gesagt. Okay, Spaß beiseite. Es geht einfach nur darum, wir müssen Sonnenstrahlen fangen, um Pflanzen hier zu pflanzen. Ja. Momentan haben wir nur eine Pflanze, und zwar die Erbsenkanone. Und natürlich kommen hier die Zombies. Die Zombies sind böse. Die wollen unsere Hirn fressen und naja. Das ist dazu gesagt. Also so eine Pflanzenmutanten möchte ich auch gerne. Hey, dann ja, machen wir. Ja. Da können wir die GLZ-Beamten da nicht mehr auf dem Rasen, weißt du? Das wäre eine gute Idee. Naja, und da wäre ja noch eine andere Gruppe von Menschen, die man da nicht sehen möchte, genau. Ja, ach, da sind Sonnenblumen, ne? Ist ja sehr interessant. Ist ja sehr interessant. Ja, die Sonnenblumen dienen einfach dazu, dass ich einfach schneller Sonnenstrahlen bekomme. Es sind zwar nur 25 Sonnenstrahlenpunkte, aber egal, es funktioniert. Ich habe nämlich den einzigen Trick herausgefunden. Okay, eigentlich ist es mehr oder weniger kein Trick. Es ist einfach nur simpel. Sondern eher ein Track. Ich mache eine Zweierreihe von Sonnenblumen. Ja, du kommst. Das ist schön. Weißt du was? Da. Begrüßungskomitee. Ich bin von der GEZ. Haben Sie noch offene Rechnungen? Rechnung. GEZ. Haben Sie schon abgezockt. Oh Gott. Sonnenblumen. Ja, das passiert, wenn man halt genug Sonnenblumenstrahlen bekommt. Also wenn man hier eine Zweierreihe macht. Ja, also bist ein Cheater. Ich cheate nicht. Das ist gut getrickst. Fair Play. Ey, ich spiele fair. Wirklich fair. Und Cheater. So viel Sonnenblumen, ne? Obwohl, ich wurde mal als Cheaterin bezeichnet. Und zwar auf dem MMO. Kenny, lass mal. Hacker, Cheater, weißt du, dabei warst du besser. Oh Gott, das war folgendes. Und zwar war ich schon mal angemeldet auf Florenzia. Oh Gott, das ist so nein, bitte nicht, das Spiel. Gott. Ja, ich war da mal angemeldet auf Florenzia. Ich hatte mir da ein ganz tolles Schiff zusammengebaut. Natürlich mit ganz vielen gekauften Sachen. Natürlich mit richtigem Geld gekauft. Ja, das einzige Problem war halt nur, ich wurde als Cheater bezeichnet, weil ich irgendwelche Sachen hatte, die andere noch nicht auf so einen Level-Status hatten. Oh. Oh. Ja, und deswegen mochten sie dich nicht. Guck mal, eine Fahne. Zombie-Fahne mit einem Brain drauf und einem Gehirn. Ja, ist doch schön. Ich meine, die freuen sich. Das ist sowas wie eine Art Friedensflagge. Okay, mit einem Hirn. Friedensflagge mit... Ah, meine Freundin hat gerade
was geschoben, was ziemlich... Ach, das hat wehgetan. Was hast du? Knallkirschen. Was machen die denn? Kirschbomben. Ich sag dazu mal Knallkirschen. Ich weiß auch nicht warum. Sprengen alle Zombies in einem Bereich. Da fällt mir gerade ein Video dazu ein. Das hieß irgendwie Mario versus Zombie. Versus Pflanze gegen Zombie. Und da war Mario, hat irgendwie, weiß ich nicht, Benzinkanister vor den Zombies hingeschmissen und dann seinen Feuerball, weißt du, alle explodiert. Das erinnert mich irgendwie an Orange. Kann sein, aber auf jeden Fall. Ich meine, kennst du Orange, also in Orange? Die ganze Obstgruppe? Warte mal. Die Obstgruppe, ach, du meinst diesen sprechenden, nervigen... Ich finde die klasse. Ich finde die klasse. Der hat was, ne? Kennst du die Folge mit Zoo? Nee, das nicht. Aber die hatten mal auch so eine Folge gemacht mit Pflanzen versus Zombies. Da war die ganze Reihe hier mit den Obst-Characters und bis auf eine Erbsenkanone. Erbsenkanone, total großer Spaß. Okay. So, komm schon. Ja, ich habe das Spiel neu gestartet. Eigentlich habe ich das Ding jetzt schon durch, aber ist jetzt auch shit egal. Interessiert ja keinen. Nö, warum auch? ihr müsst ja gucken, nicht wir. Aber man hört dir auch zu. Ach was, ich. Du zensierst mich ja, daher ist es nicht so interessant. Nein. Nein. Ich bin krank. Kohle. Oh Gott, hör auf. Ich verstehe das bis heute nicht, warum es einige immer noch machen. Ja, also Kronk ist zwar ein Phänomen, aber ich muss noch dazu sagen, ich selber gucke ihn gerne, aber ich als Vorbild würde ich ihn persönlich nicht wirklich nehmen wollen. Nee, ist auch ein falsches Beispiel. Ich meine, warum nehmen viele Let's Player sich einen Kronk als Vorbild, wenn sie irgendwie kein eigenes Selbstvertrauen haben und denken, ach ja, ich denke mir einfach, ich bin mal wie Gronkh. Ich singe einfach mal dieses verdammte Lied. Kohle. Ja, toll. Irgendwann ist dieses Lied auch nervig oder etwas nicht. Ja, aber das bringt auch gar nichts, weil du bist ja nicht selber du selbst. Du bist kein Individuum. Das stimmt. Man ist nicht selbst. Genau, man hat seinen eigenen Charme nicht. Und wie willst du denn dich selber präsentieren, wenn du einen anderen kopierst? Hey, das ist. Ich meine, ich habe Charme. Ich meine, mit Charme-Melone. Was? Du Perverses! Oh, kannst du mal Folgendes deiner Freundin sagen? Ja. Sie soll dich mal mächtig verkloppen. Nee, belobe ich mich ja auch noch dafür. Oh Gott. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ja, nett, ne? Ja. Eine letzte Welle. Ja, hier, der Kommandant. Ja, mit Friedensflagge, würde ich mal sagen, ne? Ja. Aber shit auf ihn. Ja, bei mir ruckelt es ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das kommt wegen der Internetverbindung. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass momentan noch jemand anders halt im Internet ist. Wer denn noch? Ein Familienmitglied von mir. Oh, eine Kartoffel. Oh, ach so. Nee, Moment mal, das ist eine Walnuss. Eine Kartoffel. Jetzt machen wir Brei daraus, dann haben wir Kartoffelbrei. Und den werden wir auf Boden schmieren und dann rutschen die Zombies aus. Die Idee ist klasse. Warum hat das denn der Entwickler nicht so gemacht? Wehr Zombies ab und sättig dich. Walnuss. Walnuss. Ich denke da meistens immer an einen Apfelkuchen mit Walnüssen. Ich weiß auch Apfelkuchen nicht. Mit Walnüssen. Eine interessante Idee, muss ich sagen. Also, noch nie probiert, kann man ja mal machen, wa? Walnuss ab. Ja, das schmeckt richtig klasse. Also kleine Stücke, natürlich müssen die Walnüsse ja auch geschält sein. Ja. Die Rede ja ist wirklich von geschält und da lacht jemand im Hintergrund höchstwahrscheinlich. Das ist meine Freundin, also die ist halt eine Grinsebacke. Ist halt so, also. ja. Lass sie mal lachen. Mal eine Frage, was machen die Mähdrescher denn? Die hier. Ja. Letzte Abwehr. Okay, also. Schleichwerbung plus Verteidigungsfall, ja. Kaufen Sie die von Steel.
Ja. Rasenmäher von Steel. Plus Kettensäge. Kettensäge kriege ich nicht, aber wenn schon eine Hake. Ja. Du hast Rasenmäher da und kriegst eine Hake. Hake nein. Ich bin noch nicht so weit. Hä? Nee, ehrlich, ich bin noch nicht so weit. Ach so. Ja, was gibt es noch so für Überraschungen in diesem Spiel? Außer, dass man am Schluss ein ganz, ganz tolles, ich sag's besser nicht. Ich glaube, das Spoiler nicht, bitte. Nee, Spoiler nicht. Dann deabonniere ich dich. Als ob mich das kümmern würde. Nee, ehrlich mal, Abos sind nicht so wichtig. Nee, also, das zeigt zwar an, wie viele Leute dich anschauen, aber um wirklich ehrlich zu sein, mir ist es wichtiger, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ob das ihnen gefällt. Das wäre mir viel wichtiger. Ob ich gut mache. Ja, obwohl ich habe da einen Fan oder zwei Fans, die gucken sich bei meiner Wenigkeit immer Dragon Age an. Okay. Weil ich mache das ganz große Drama-Dingens draus. Habe ich auch schon versucht. Ich habe ja bei Dragon Age, bevor ich meinen Kanal neu gemacht habe, habe ich das ja auch gespielt. Da habe ich einen ganz, ganz artigen Zwerg gespielt. Naja, habe ich nicht durchgehalten, leider, muss ich sagen. Ja, Zwerge sind halt ein bisschen benachteiligt. Ich meine, sie sind so gesehen die Arschlochgruppe. Ja, sorry für den Ausdruck. Ist halt wahr. Zwerge sind leider Arschlochgruppe. Die sind immer benachteiligt. Das stimmt, so klein wie sie sind, können sie auch am besten im Knien. Die brauchen immer Knien vor. Naja, ich lass mal. Du weißt schon, was ich meine. Obwohl man, wenn man sich Zephyrin ansieht, ich meine, ist kein Wunder, der hat so oft mal so auf die Knie, ist er gerutscht und. Nicht nur bei Mann, auch bei Frau. Ja, also die Geschichte von Sternen hätte sie ein bisschen besser machen können. Die Geschichte hängt einfach immer nur daran, also davon ab, wie man die Geschichte auch gestaltet. Ja, das Problem ist ja auch die Hintergrundgeschichten. Ich finde, da hätten sie auch ein bisschen mehr machen können. So meiner Meinung. Ich habe ja alle ein bisschen durchgemacht, aber irgendwie hätten sie ein bisschen mehr machen können. Haben die ja. Nee, habe ich ja nicht mitgekriegt. Sie haben ja viele Erweiterungen rausgebracht. Also BioWare ist ja ein, also ja, BioWare, glaube ich, war das. Oder? Jetzt muss ich nochmal gucken. Nein. Das war BioWare. Das war BioWare. Ach, verdammt. Wie komme ich jetzt darauf? Ich vergesse. Wollte Tesla sagen, ja? Ich vergesse einfach meine Lieblingsspielebetreiber aus Kanada. Die haben da so viele Erweiterungen rausgebracht, damit halt die Story ein bisschen mehr Farbe kriegt. Das Problem ist halt, es gibt eine Story in Origins, die ich überhaupt nicht schätze. Und das ist halt Awakening.